War die Gasanlage schuld? Ein mit Gas betriebener Kleinbus fängt während der Fahrt einfach so Feuer. Der Mann am Steuer reagiert blitzschnell und richtig, denn es besteht akute Explosionsgefahr. Als der Fahrer dieses Kleinbusses auf der A57 bei Uedem Richtung Krefeld unterwegs ist, kracht es plötzlich im Auto. Feuer wie aus dem Nichts im fahrenden Wagen. Montagnachmittag gegen 16 Uhr nördlich von Düsseldorf. Die Autobahn recht voll, der übliche Berufsverkehr geht gerade los. Um den Campingbus herum reichlich Autos, doch der Fahrer behält die Nerven. Der Fahrer hat das Fahrzeug dann auf den Standstreifen abgestellt, das Fahrzeug verlassen und hat sich aufgrund der vorhandenen Gasanlage dann in Sicherheit gebracht. Die vorhandene Gasanlage, das Problem im Auto, wahrscheinlich sogar die Ursache des Brandes. In jedem Fall ein Grund zur Vorsicht, Explosionsgefahr. Die Informationen des Fahrers ergaben, dass der Bus mit Gas betrieben wird, somithin eine Gasflasche im Auto vorhanden war, die dann aber auch irgendwann abgeblasen hatte, sodass wir sicher waren, dass das Ventil geöffnet hatte und so konnten wir dann den Löschangriff vornehmen. Als die Feuerwehrmänner anfangen, das Feuer zu löschen, scheint die Explosionsgefahr gebannt. Schnell wird klar, dass der starke Rauch direkt rüber auf die entgegenliegende Fahrbahn zieht. Der Wind steht ungünstig. Die Brandseite der Autobahn bereits komplett gesperrt, doch in der Gegenrichtung fahren die Autos weiter. Die Polizei überwacht das Geschehen und entscheidet sich, die Autobahn trotzdem nicht komplett zu sperren. Die erste Rauchentwicklung war aufgrund der Thermik, der Hitze des Rauches, also ging sie weit hoch über die Fahrbahn hinweg. Bei der Durchführung der Löschmaßnahme kühlte der Rauch ab und zog dann über die Gegenfahrbahn. Aber da wurden mittlerweile durch die Polizei Warnschilder aufgestellt, sodass keine Gefahr bestand. Was hätte alles passieren können? Ein explodierender Kleinbus auf einer vollen Autobahn. Doch sowohl der Fahrer als auch die vorbeirasenden Autos hatten Glück. Keiner verletzt, nur der Campingbus ein qualmender Klumpen aus Metall. Wie es zum Brand kommen konnte, ob der Gastank vielleicht einen Leck hatte oder es einen anderen Grund gab, das ermitteln jetzt die Spezialisten von Polizei und Feuerwehr.